Hallo Leute, Emilio hier, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. In dem heutigen Tutorial dreht sich alles um das neue Update von Ableton Live 11.1. Und da schauen wir uns mal die meiner Meinung nach wichtigsten Neuerungen, die ich persönlich am wichtigsten finde, an. Da hat es jede Menge Neuerungen gegeben, unter anderem nativen M1 Support, also ohne Rosetta, läuft Ableton dann jede Menge Fehlerkorrekturen, neue Browser-Icon, CPU-Load ist überarbeitet, die Pfeiltasten haben upgradete Funktionen bekommen, Wavetable und andere Devices haben neue Engines bekommen, beziehungsweise sind überarbeitet worden, die MIDI-Panels haben neues Aussehen bekommen. Gibt neue Effekte, den Shifter, den Shaper und das Align-Delay. Und die Multiclip-Bearbeitung ist nochmal um ein paar Funktionen erweitert worden. Und im Combing gab es auch einige Veränderungen. Das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. So, als erstes schauen wir uns mal an, wie ihr das Ganze downloadet. Dazu geht ihr auf die Ableton-Webseite. Geht hier auf euren Benutzer-Account, loggt euch dort ein. Und dann müsst ihr, wenn ihr Betriebssysteme habt, wie Big Sur oder Monterey, Intel-basiert, dann müsst ihr auf das Mac OS Universal gehen. Habt ihr ältere Intel-Versionen bis High Sierra, dann müsst ihr Intel Only wählen. Und habt ihr einen Windows-Rechner, ist klar, dann müsst ihr die Windows-Version wählen. Das Mac Universal ist gleichzeitig für den nativen M1 Support. Ladet euch das einfach von der Seite runter auf Download und dann müsst ihr das selber installieren. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich denke mal, das weiß jeder, wie man Ableton installiert. Als nächstes zeige ich euch mal die ganzen Neuerungen. So sieht es aus. Das müsst ihr euch mal durchlesen auf der Ableton-Seite. Den Link mache ich unten in die Beschreibung rein. Und ihr seht, dass es jede Menge ist da passiert. Da werde ich jetzt nicht alles im Einzelnen drauf eingehen. Das würde den Rahmen dieses Tutorials sprengen. Aber allein die Bugfixes hier, also die Fehlerbehebungen, allein deswegen lohnt sich das ganze Update schon. Hier erkläre ich noch mal was zu dem Native Support. Da gibt es nämlich folgendes Problem. Wenn ihr Ableton installiert und ihr habt noch irgendwelche Plugins von irgendwelchen Drittanbietern, dann kann es zu Problemen kommen. Wenn ihr einen Silicon-Prozessor habt, dann habt ihr da die folgenden Möglichkeiten mit euren Plugins. Entweder ihr ladet die AU-Version dieses Plugins, könnt es auch umgehen, indem ihr auf eure App geht. Und wenn ihr einen M1-supporteten Rechner habt, dann zeigt er euch unter Informationen an, dass ihr die Plugins nur in Rosetta laden könnt. Das bezieht sich dann nur auf die Plugins. Alles andere läuft nativ. Das müsst ihr mal genau schauen. Da will ich jetzt auch kein extra Video zu machen. Mich betrifft es nicht. Ich habe noch einen Intel Mac. Von daher habe ich mir da jetzt auch noch keine Gedanken drüber gemacht. Wenn ich dann mal umsteige auf den M1 oder auf den Mac, dann werde ich dazu nochmal ein entsprechendes Video machen. Und da fangen wir auch gleich an. Im Browser gibt es ein neues Icon. Hier unten dieses Devices-Icon, also Gerätezeichen, das ist neu. Wenn ihr mehr als ein Device da drin habt, dann erscheint dieses Zeichen immer. Also mehr als ein Gerät, egal was ihr aufklappt. Da erscheint es immer und finden tut ihr das entweder in eurem Projekte-Ordner, in eurem Templates-Ordner oder in euren Sets-Ordner, den ihr hier irgendwo gespeichert habt. Zur Erklärung zeige ich das ganz kurz. Ihr konntet ja früher eure Kick-Hits einfach nehmen, konntet ihr sie hier rüberziehen, mal gerade umschalten. Hier unten hat er euch die Kick reingelegt mit den Daten, also mit der Waveform oder MIDI, was eben dabei war. Ihr wollt jetzt nur die Device, die da drin ist, mit den Einstellungen, die ihr genau dort verwendet habt, zum Beispiel Effekte etc., dann zieht ihr euch nur die Device da rein. Und dann habt ihr nur die Effekte, habe ich jetzt da natürlich nichts angehabt, aber die dort verwendet wurden, können wir ja mal gucken, im Kick-Ordner sind die gleichen Effekte wie hier, gleiche Einstellung. Aber ihr habt, wenn ich ins Arrangement rübergehe, in den Arrangement View, seht ihr, habt ihr da keine MIDI- oder Audiodaten, sondern nur die Device. Kommen wir zum nächsten Punkt. Hier seht ihr eure CPU-Anzeige. Da könnt ihr jetzt wählen zwischen Durchschnitt, aktueller Anzeige, könnt hier auch noch mal umschalten, ja, wie ihr das hier oben angezeigt haben wolltet. Da müsst ihr mal gucken, wie euch das gefällt. Was ich gut finde, man kann es jetzt komplett aktivieren. Man stört es auch nicht mehr, wenn man das nicht braucht. Ich aktiviere es jetzt mal wieder. Und dann haben die Pfeiltasten ein neues Update bekommen. Wenn ihr jetzt die Pfeiltasten nehmt, dann könnt ihr jetzt durch die Tracks durchspringen. Und ihr überspringt euch keine Return Tracks mehr.
Hat er ja früher so gemacht, die Returns hat er übersprungen und ist direkt hier auf den Master geschwungen. Wenn ihr in der Arrangement-Ansicht seid, ich mache das Ganze mal hier raus. Und ihr habt jetzt zum Beispiel eine Spur mit den Pfeiltasten hoch, runter, das kennt ihr ja. Wenn ihr jetzt da links oder rechts geht, dann klappt ihr euch die Spur zu. Pfeiltasten nach oben, da klappt ihr euch alle Spuren zu. Und mit rechts könnt ihr die wieder aufmachen. Dann in den Geräten selber könnt ihr jetzt mit den Pfeiltasten hier zum Beispiel springen. Ah, das konntet ihr ja früher auch machen. Wenn ihr jetzt aber irgendwas ändern wollt, zum Beispiel hier die Frequenz, klickt ihr die an. Pfeiltaste nach oben oder nach rechts oder nach links, je nachdem, oder nach unten. Dann könnt ihr das ändern. Generell könnt ihr immer die Lautstärke ändern. In 1 dB-Schritten, Pfeiltaste nach oben oder nach unten. Wenn ihr jetzt hier irgendwelche Automationslanes hättet, bei irgendwelchen hier, und hättet hier jetzt mehrere, könntet ihr auch mit diesen Pfeiltasten rechts, links von den Automationslanes immer nach oben springen zur nächsten, sodass ihr es mal gesehen habt. Was könnt ihr noch machen mit den Pfeiltasten? Wenn ihr hier irgendwelche Racks habt, so wie hier, könnt ihr jetzt mit den Pfeiltasten auch diese Knöpfe steuern. Radioknöpfe heißt es ja bei Ableton. Wenn ihr in den Mixer geht, könnt ihr hier auch hergehen, das angeklickt habt, und könnt mit der Pfeiltaste die Lautstärke nach oben und unten anpassen. Also ein riesen Update für die Pfeiltasten. Jetzt kommen wir zu den nächsten Neuerungen. Die betreffen einzelne Geräte, wie unter anderem auch den Wavetable und alle anderen Plugins, die irgendwelche Filter enthalten. Die sind alle komplett nochmal überarbeitet worden. Und bei den leistungsintensiven Devices wie dem Wavetable, da gibt es jetzt einen Modus, der eben weniger CPU-belastend ist. Das Ganze schauen wir uns mal an. Der ist standardmäßig so eingestellt. Heißt, wenn ihr euren normalen IQ-Mode wieder haben wollen, also High Quality Mode von Wavetable, dann müsst ihr das neu einstellen. Das schauen wir uns mal an. Gehen wir hier auf ein Wavetable Plugin, habe ich schon mal reingeladen. Standardmäßig hört sich das dann so an. Vom Sound, und wenn ihr die CPU-Auslastung anguckt, ist die relativ klein. Ich schalte jetzt hier auf die hohe Qualität ein. Geht die CPU halt schon ein bisschen höher, aber geringfügig. Also das ist auch natürlich vom Rechner abhängig. Das dazu, ich lasse es jetzt mal auf dem HiQ-Mode stehen. Capture MIDI ist das nächste, was sich geändert hat. Wenn ihr Noten spielt und noch keinen Slot hier vorne belegt, und das ist alles auf Stop geschaltet, und ihr spielt jetzt Noten und das sind keine 8 Takte lang, dann macht ihr euch den Loop immer an die Stelle der ersten Note. Das klappt nicht immer, habe ich festgestellt, also bei mir zumindest nicht. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, ob es bei euch immer geklappt hat. Wir probieren das mal aus. Ich spiele jetzt mal gerade eine Note. Gehe hier auf Capture und seht ihr, dann hat er mir die erste Note auch direkt als die 1 gesetzt. So, wenn ihr jetzt nur eine Note spielt, dann würde er euch den Loop in der Länge der Note setzen. Das müsst ihr nochmal genau nachlesen. Das ist dann nochmal unterteilt, wie das genau ist. Aber wie gesagt, das würde er bei der Capture, betrifft auch nur die Capture-Funktion. Ansonsten funktioniert es wie vorher auch. Und was noch wichtig ist, das seht ihr hier, dieses Raster. Das ist nicht mehr standardmäßig auf 1/16 hier eingestellt, sondern wenn ihr hier rechten Mausklick reinmacht, dann seht ihr, es ist auf flexibles Raster schmal eingestellt. Wenn ihr das wieder geändert haben wollt, dass das auf 1/16 eingestellt ist, dann klickt ihr rechter Mausklick und geht hier auf 1/16. Wenn ihr zum Beispiel Drums oder so einspielt, dann macht das ja auch Sinn. Dann kommen wir zur nächsten Neuerung. Das Quantize-Menü hat sich geändert. Wenn wir in die Quantisierungseinstellungen gehen, wenn ihr hier irgendwas ändern wollt, dann war ja hier früher entweder okay oder abbrechen, und jetzt ist es eben anwenden oder schließen. Das ist das Gleiche, ne? Wenn ihr das anwenden wollt, wendet ihr das an. Wie gesehen, hat er euch die Noten jetzt alle auf 1/16 gesetzt, und ansonsten wärt ihr auf schließen gegangen. Hört sich dann so an. Dann ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen, dass hier diese Clip-Panels, die sehen irgendwie anders aus. Die waren nämlich vorher, wenn sie hier aufzieht, waren die nämlich so angeordnet, also horizontal. Und jetzt sind die vertikal angeordnet. Finde ich persönlich praktischer und übersichtlicher. Müsst ihr aber selber entscheiden, was euch da besser gefällt. Und wenn ihr sagt, okay, das ist ja auch irgendwie abhängig, was ich da jetzt für eine Ansicht habe, hat Ableton auch schon eine Lösung. Ihr geht hier oben auf Ansicht, Bedienfelder der Clip-Ansicht automatisch anordnen, und dann
Wenn ihr euch jetzt das hier runterzieht, seht ihr, wenn ihr es kleiner macht, dann geht das automatisch in die horizontale Richtung. Und wenn ihr es größer macht, geht es die vertikale an. Das finde ich eine praktische Lösung. So hat man von beiden etwas. Dann gibt es einen neuen Shortcut, wenn ihr hier in den Clips drin seid und wollt eure MIDI-Ansicht auf Bildschirmgröße zoomen, dann macht ihr den Option-Command-E und dann habt ihr es ganz groß und mit der gleichen Taste macht es eigentlich. Also ein neuer Shortcut, Option-Command-E. Bevor wir bei den MIDI-Clip weitermachen, beim Audi-Clip hat sich auch ein bisschen was geändert. Macht das auch mal gerade auf groß, damit ihr das besser seht. Das Pitchrad ist etwas kleiner geworden, der Gainregler dafür etwas größer. Ihr habt auch hier das alles aufgesplittet untereinander. Ihr seht hier oben jetzt immer die Bitzahl, Kanalzahl und die Kilohertzzahl, also die Qualität der Audio-File. Gibt es auch neue Shortcuts. Vorher gab es die auch schon, aber diesmal zeigt euch auch, wo ihr seid. Wenn ihr Alt 1 oder 2 drückt in einem Audio-Clip, dann wechselt der zwischen der Audio- und der Envelopes-Ansicht. Wenn ihr das Ganze in einem MIDI-Clip macht, dann wechselt der zwischen Notes, Envelopes und Note Expression hin und her und er zeigt euch auch jeweils an, was ihr ausgewählt habt. Machen wir mal hier im Wavetable weiter. Jetzt habe ich ja da ein paar Noten gespielt. Nichts Weltbewegendes, ne? Wir haben aber neue Effekte. Als erstes stelle ich euch mal hier den MIDI-Effekt, den Shaper vor. Da könnt ihr frei hier zeichnen, wie ihr euren Shape haben möchtet. Oder ihr nehmt hier unten eine Auswahl. Wie ihr es haben möchtet, hört sich dann so an. Erstmal nicht so spektakulär. Wenn man das Ganze aber mappt, man auch mehrere Parameter mappen. Kann das Ganze auch noch ein bisschen feiner einstellen hier, ne? Hört sich das Ganze dann an. Also, das ist eine Fortführung vom LFO-Tool im Endeffekt, nur dass es halt mit Envelopes arbeitet und nicht mit einem LFO und die halt hier frei. Ne, das einzeichnen können. Kommen wir zum nächsten Effekt. Ich mache den gerade nochmal aus hier. Das ist der Shifter. Das ist eigentlich der Frequency Shifter, hat Ableton jetzt umbenannt in Shifter. Funktioniert natürlich ähnlich, nur überarbeitet und einfach auch besser. Könnt ihr so hier. Hat auch hier ein Delay. Da könnt ihr so Tape-Stop-Effekte mitmachen. Zum Beispiel könnt ihr das auch ganz auch feedbacken hier. Könnt hier eine Phase einstellen. Ne? Envelope-Follower. Der auch ein Frequency Shifter. Und Ring Modulator. Ich finde es geil, kann man viel mitmachen. Und als drittes und letzten Effekt ist hier das Align Delay. Das ist eine Max for Live Anwendung. Da gibt es drei verschiedene Modis hier unten. In Samples Mode, das seht ihr, wenn ihr hier unten was macht, da ändert er sich in Samples. Seht bis 4,17 Millisamples, also bis 200 Samples. Das Ganze hört sich dann so an, wenn ihr das abspielt. Gar nicht so spektakulär, wenn das alles gleich ist, wenn es unterschiedlich ist. Kriegt ihr das so ein bisschen ins Stereofeld. Dann habt ihr den Time-Mode. Und passt ganz ein bisschen weiter. Und ihr habt den interessantesten Mode, finde ich hier den Distance-Mode. Der macht das Ganze noch weiter. Könnt ihr nämlich hier bis 200, fast 300 Millisekunden gehen. Könnt noch die Raumtemperatur einstellen.
Das soll zu den Effekten gewesen sein. Dann haben wir hier noch ein bisschen Clip Multi-Editing. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel, ich nehme jetzt mal MIDI-Clips, 1, 2, 3. Dann könnt ihr jetzt hierher gehen und könnt alle Noten bearbeiten. Und ihr könnt auch hergehen und könnt jetzt hier was kopieren mit Command C und könntet das hier hinten eingeben. Das würde euch dann über die Clipgrenze hinaus einkopiert werden. Eine Neuerung, aber wenn ihr mehr als einen Audioclip markiert, dann zeigt ihr euch hier immer von allen Clips die Samplerate, die Bitrate und die Kanäle an. Wenn die unterschiedliche Längen oder unterschiedliche Raten haben, würde hier oben ein Sternchen auftauchen, und ihr könnt die dann beide gleichzeitig hier mit allen Funktionen bearbeiten. Was noch wichtig zu wissen ist, das wäre jetzt der letzte Punkt für mich, sind Sets aus früheren Ebenen oder Projekte aus vorherigen Ableton Live-Versionen, die ihr mit Ableton Live 11.1 ändert, die müsstet ihr in einem neuen Projekt abspeichern, weil ihr in Ableton 11 bearbeitete oder abgespeicherte Projekte, Templates, Sets etc. nicht mehr in vorherigen Versionen öffnen könnt. Das ist wichtig zu wissen. Dann wundert ihr euch bestimmt, da war doch noch was mit Comping, hat er am Anfang gesagt. Ja, das ist richtig. Beim Comping könnt ihr jetzt die verschiedenen Comps duplizieren, die Farbe ändern. Wenn ihr das Video irgendwie nützlich fandet, dann lasst mir doch bitte ein Like da. Wenn ihr mir irgendwas mitteilen möchtet, zu Anregungen, Wünsche habt, dann schreibt mir das doch bitte unten in die Kommentare. Und wenn ihr den Kanal ansonsten gut findet und mich irgendwie unterstützen möchtet, dann abonniert mich doch bitte und drückt auf das Glöckchen, dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Bis zum nächsten Mal, euer Milo.